Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorSearch TV und in diesem Video geht es um ein relativ kleines Unternehmen. Deswegen Disclaimer, ich habe diese Aktie in einem Wikifolio und auch privat gekauft. Das ist nicht auf der Aktienideenliste, weil es ein bisschen zu klein und es gibt auch ein paar Fragezeichen. Das einfach nur zur Klarstellung. Um welches Unternehmen geht es? Die 3U Holding ist auch in nebenwerten Kreisen nicht so bekannt, hat auch eine relativ bewegte Vergangenheit hinter sich mit vielen Käufen, Verkaufen, viele Sachen haben nicht funktioniert. Jetzt ist man aber eigentlich bei drei ganz interessanten Geschäftsbereichen angelangt, die auch durch Megatrends unterstützt worden sind und auch aktuell und von der Corona-Krise eher profitieren. Was machen die? Wir sehen hier, die drei Segmente wären einerseits erneuerbare Energien, also Windpark, ein relativ solides Geschäft, aber sie haben noch viele andere Unternehmen, aber zwei, vor allem die in diesem Segment IT, hervorstechen. Das wäre die VClap App, das ist eine Cloud-Lösung, CRM, wächst sehr, sehr stark. Und wenn wir uns da amerikanische Wettbewerber anschauen, die haben natürlich Wahnsinnsbewertungen und sie haben einen Shop Selfio, wo man so Sachen fürs Haus kaufen kann. Also wenn ihr irgendwie euer Haus verbessern wollt, dann kann man da so Sachen nachbestellen, was glaube ich jetzt auch in der aktuellen Situation gut reinpasst. Ne? Ich bin viel zu Hause, da merkt man, ich kann hier ein bisschen was verbessern oder Immobilienpreise steigen. Da macht es auch mal Sinn, eine alte Hütte ein bisschen zu renovieren. Vielleicht will man sie mal verkaufen oder den Wert steigern. Es gibt auch einen Katalysator, diese VClap App. Die könnte auch mal einen Börsengang machen und dann gäbe es, glaube ich, schon eine ziemliche Neubewertung dazu, da die Konkurrenten, wie gesagt, so Salesforce oder andere Sachen natürlich da Wahnsinnsbewertungen haben. Aber VClap ist insgesamt ein ganz, ganz kleiner Anbieter, das muss man ganz klar sagen. Wir sehen hier die Weltmarktanteile, Salesforce ist ganz groß, Adobe, Oracle, SAP, Microsoft, das sind natürlich schon so die Dickschiffe. Aber sie haben sich, glaube ich, ganz gut positioniert, so im deutschsprachigen Raum, so für kleine Firmen. Und die brauchen ja oft nicht diese großen Lösungen, sondern einfach nur die Essentials, was ein bisschen besser ist als irgendein Excel-Sheet oder sowas. Und das Wachstum ist schon sehr beeindruckend. Das Businessmodell ist natürlich auch recurring, also wiederkehrend. Und wenn wir sagen, sie schaffen 7 Millionen in 2020, was ein Wachstum von um die 50% ist, ist das schon ordentlich. Und anders als viele amerikanische Wettbewerber sind sie auch profitabel. Und auch Selfio finde ich, wie gesagt, super. Ich habe es mir mal angeschaut, sehen wir auch hier. Shop macht einen guten Eindruck und ist schon auch mal die Überlegung, dass man, wenn man keinen Handwerker findet, ja, dass man diese Produkte sich selber bestellt und dann vielleicht über MyHammer jemanden noch findet, der einem das einbaut oder Sachen selber macht. Ich glaube, das wird in der Zukunft auch zunehmen und es sind schon Megatrendmärkte mit Cloud, Onlinehandel und Cleantech, was bisher noch so ein bisschen unentdeckt geblieben ist, was sich aber auch mal ändern kann. Ja, was sind so ein bisschen die Fragezeichen? Also der Michael Schmidt hält ungefähr ein Viertel der Anteile, schon mal gut und ist auch der Gründer. Was mir nicht so gefällt, in so einem Interview hat er immer gesagt, so, ja, die VClap kann mal eine Milliarde wert sein, 100 Millionen Umsatz und irgendwie irgendwie Marktführer und sowas. Das erscheint mir so ein bisschen zu bullisch und sowas mag ich nicht, wenn CEOs solche Sachen so pushen. Haben wir auch bei Wirecard gesehen. Da hat er, das habe ich auch immer sehr, sehr kritisch gesehen, dass er irgendwie eine Börsenmarktqualisierung als Unternehmensziel gesehen hat oder kommuniziert hat, was auch sehr komisch ist. Mitarbeiter sind aber zufrieden und man muss ja auch zulassen, dieses VClap läuft gut und auch die anderen hat bei vielen Zukäufen ist auch mal was dabei. Sie haben auch wollen auch zukaufen, haben auch das Netto-Cash dafür. Für mich ist halt insgesamt ein bisschen zu viel Strategieänderung und die Sachen passen auch nicht so zusammen. Also ich würde es schon sehr begrüßen, wenn WeClub börsennotiert wäre oder dass sie vielleicht das Cleantech verkaufen und sich halt irgendwie auf eine Sache davon konzentrieren. Ich mache ja beides, Cleantech und IT, aber in einer Firma, finde ich, macht das wenig Sinn, mögen Investoren auch nicht. Das denke ich so ein bisschen nicht die ideale Strategie. Ja, und dass da auch einiges irgendwie komisch gelaufen ist, sehen wir auch in den Finanzzahlen. Ja, es war mal so ein Telco-Anbieter, das hat nicht mehr funktioniert, dann gab es stark rückläufende Umsätze, sehr schwankende Gewinne, aber so ein bisschen so ab 2016 sind wir doch eine stetige Verbesserung. Umsatz steigt leicht, Gewinn deutlich mehr und da hat man natürlich dann schon ein bisschen operativen Leverage, nennt sich das, wenn man dann nachhaltig in die schwarzen Zahlen kommt. Zuletzt waren die Halbjahreszahlen
gut vom Ergebnis. Gibt es ja auch nicht so viele Unternehmen in Deutschland, die in diesem Halbjahr gewachsen sind, da sind und das noch profitabel. Und sie haben auch Netto-Cash, also eine starke Bilanz, wo sie auch mal Zukäufe machen können. Ich hoffe mal, dass die halt eben eher Sinn machen. War in der Vergangenheit auch nicht immer so. Aber dieses größte Problem Profitabilität sind sie dabei zu lösen, gerade wenn sie halt mit dieser WeClap-App profitabel wachsen können. Ja? Dass halt die Entwicklungskosten sie oder Weiterentwicklungskosten sie aus dem operativen Cashflow bedienen können, das ist natürlich schon super, wenn es dann mit 50% wächst. Das haben auch schon andere entdeckt. Wir sehen hier den langfristigen Chart. Wäre natürlich mal gut gewesen, irgendwie 2014 zu kaufen. Aber wir sehen, seit der Verbesserung 2016, 2017 ist man in einem sehr starken Aufwärtstrend. Zuletzt hat die Aktie auch ein neues All-Time-High gemacht, zumindest 10-Jahres-Hoch. Das heißt, auch so vom Momentum ist da der Weg frei und die Aktie ist eigentlich nicht so teuer. Ja, sowohl nicht auf einer KGV-Basis, wo ich die Schätzungen für 12 Cent für 21 machbar erachte. Aber auch so eine Marktkapitalisierung von 65 Millionen, wenn wir dann noch ein bisschen Cash abziehen, sind wir über 60. Ich denke, bei diesem WeClap können wir schon locker ein 10er Umsatzmultiple anlegen. Das heißt, allein diese App sollte schon die Marktkapitalisierung abdecken und dann kriege ich die ganzen anderen Sachen noch umsonst dazu. Das heißt, das ist eine Sum-of-the-Part-Analyse, erscheint die Aktie doch sehr unterbewertet. Plus ich habe ein positives Momentum, ich habe vielleicht einen Katalysator mit dem Börsengang. Ich habe eigentlich kein Risiko durch Corona. Deswegen, wie gesagt, habe ich die Aktie gekauft. Ich habe sie aber, wie gesagt, weil sie auch sehr klein ist, nicht auf der Aktienideenliste. Aber sie ist zum Beispiel in meinem Wikifolio Nebenwerte Europa drin. Kann man natürlich auch über dieses Wikifolio dann sowas abdecken. Ja, das war meine Meinung zu 3U Holding. Kennt ihr die schon? Was ist eure Meinung dazu? Natürlich auch gern kritisches Feedback, denn ich gebe hier, wie gesagt, hier meine Meinung wieder und ich finde es auch wertvoll, wenn ich auf Sachen aufmerksam gemacht werde, die ich vielleicht nicht erkannt habe. Gibt natürlich immer Risiken. Ihr müsst das alles selber entscheiden, ob ihr in sowas investieren wollt, gerade bei so einem kleinen Wert. Aber so, ich glaube, ich habe ein bisschen klar gemacht, warum ich das ganz interessant finde. Ich fände es noch interessant, ob jemand die WeClap-App nutzt oder schon mal gesehen hat, weil das kann ich noch nicht so richtig einschätzen, weil ich das nicht selber nutze. Das ist immer das Problem bei Enterprise Software, ne? Das nutzt man als kleine Firma nicht. Ich kann immer sehr gut so Konsumprodukte einschätzen. Da ich natürlich selber auch Konsument bin, das ist hier jetzt nicht so möglich. Aber was ich so gesehen habe, war die Produktqualität in Ordnung. Und deswegen kommen wir auch hier. Es ist kein Qualitätsunternehmen, aber fast. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.